Tel Aviv eine brisante Audioaufnahme mit peinlichen Äußerungen des Sohns von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sorgt in Israel für Aufregung. Der 26-jährige Yair Netanyahu entschuldigte sich am Dienstag für seine problematischen Aussagen. Das israelische Fernsehen hatte die Aufnahme aus dem Jahre 2015 am Vorabend veröffentlicht. Yair Netanyahu ist bei einem Gespräch mit Freunden vor einem Stripclub in Tel Aviv zu hören, offenbar angetrunken. Er sagte dem Sohn Kobi Maimons, einem Besitzer von Gasfeldern vor Israels Küste, unter anderem: Mein Vater hat deinem Vater 20 Milliarden Dollar organisiert. Netanyahu hatte 2015 gegen den Widerstand des Kartellamts einen umstrittenen Erdgasdeal durchgesetzt. Äußerungen spiegeln nicht die Werte meiner Erziehung, wieder Yair Netanyahu sagte bei dem Gespräch mit seinen Freunden auch, er habe 400 Schickel, umgerechnet knapp 100 Euro, für eine Prostituierte ausgegeben. In einer Reaktion sagte Netanyahu nach Angaben der Nachrichtenseite Unet, er habe unter Alkoholeinfluss Unsinn erzählt und sich herablassend über Frauen geäußert. Das tue ihm leid. Die Äußerungen spiegeln nicht wider, wer ich bin, die Werte meiner Erziehung und woran ich glaube. Über den Gasdeal habe er nur gewitzelt, er habe nicht die Details gekannt. Oppositionspolitiker wittern Korruptionsverdacht. Oppositionspolitiker sagten, die neue Aufnahme schüre den Verdacht auf mögliche Korruption beim Abschluss des Gasdeals und forderten eine Untersuchung. Die israelische Polizei ermittelt bereits gegen Netanyahu wegen Korruptionsvorwürfen in zwei Fällen. Yair Netanyahu war in der Vergangenheit schon mehrmals negativ aufgefallen. Er befindet sich in einem Rechtsstreit mit einer linksorientierten Organisation, die er im Internet als radikal und antizionistisch angegriffen hatte. Es gibt auch immer wieder Kritik daran, dass Yair Netanyahu auf Kosten der Steuerzahler mit Personenschützer und Fahrer unterwegs ist. Von RND, Deutsche Presseagentur.